Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit Sailor Cat. Oh, du warst gerade sehr leise auf meinem Ohr, aber ja, genau. Hallo, Sailor Cat. Hallo. Ah, jetzt höre ich besser. Ich hatte mein Headset so niedrig gepegelt. Ja, beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass wir nicht allein sind. Okay, der Witz hat nicht gezündet, verstehe. Ich hab ihn ehrlich gesagt nicht verstanden. Ja, wegen You Are Not Alone. Ach so. Und jetzt sitzen wir hier im Pandemonium, also quasi mitten im Zentrum des Bösen. Es ist jetzt generell ein eher ungesunder Ort, vermute ich. Es sieht auch nicht so gemütlich aus. Nee. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir hier wegkommen. Ja, hier kann man auch eine Menge Zeit verschwenden. Ein Schalter. Drücken. Und jetzt müssen wir hier durchrennen, ohne zwischen Lichtern herzulaufen. Oh. Wenn wir zwischen Lichtern durchlaufen, gibt es einen Timer. Quatsch. Wenn wir zwischen zwei Lichtern durchlaufen, gibt es einen Zufallskampf. Und du siehst ja diesen Timer hier. Wenn der abläuft, wird diese Brücke hier, auf der wir jetzt stehen, verschwinden. Oh. Und wie kommt man dann durch? Ja, genauso wie wir es jetzt gemacht haben. Also der Timer. Nee, aber wenn sie weg ist? Ja, dann musst du den Schalter nochmal drücken. Ach so. Und jetzt gibt es ein Rätsel, das mich jedes Mal wahnsinnig macht, weil ich es nicht verstehe. Manchmal komme ich so First Try durch und manchmal brauche ich irgendwie 5 Versuche. So, Richtung 4, keine Ahnung. Habe ich es jetzt eingestellt? Nee, Richtung 4. So. Abbrechen, ja. Also, da ist dieser Lift. Der hat eine Ausrichtung. Moment, wenn ich hier runtergehe, genau. Dieser Lift hat eine Ausrichtung. Und je nachdem, wie der ausgerichtet ist, haben wir eine Chance, hier nach oben zu kommen. Oh je, das klingt kompliziert. Genau, wenn der nämlich so falsch ausgerichtet ist, bam, dann springt sie dann einfach gegen ein Schild und kommt da nicht drauf. Das größte Problem ist, wir wollen ganz nebenbei eigentlich auch die Schatzkiste da haben. Ich weiß nicht mehr, was da drin ist, aber wir wollen immer alle Schatzkisten haben. So, hoch. Nein, aber jetzt können wir uns schon mal merken, Einstellung 4 ist die, die das Rätsel löst. Jetzt müssen wir nur noch die finden, mit der wir die Schatzkiste kriegen. Ja, gut. Aber witzig, dass ich irgendwie, ohne es mir gemerkt zu haben, die anscheinend noch wusste, dass Einstellung 4 richtig ist. Sehr gut. Yay, Zufallskampf. Oh Gott, Morbol. Das sieht strange aus. Herr Morbol ist so ein ikonisches Final Fantasy Monster. Gibt's in vielen Teilen. Ich weiß nicht, ob in jedem, aber es gibt's in 7, in 8, in 9, in 10 und ich glaube auch schon vorher. Und das hat die fiese Eigenschaft, dass es einem einfach mal sämtliche negativen Statusveränderungen um die Ohren wirft. Oh. Und das mit einer Attacke, die alle trifft. Ja, das ist doof. So, ja, wie gehen wir das jetzt an? Also erstmal am besten unseren guten Kumpel Bahamut ins Rennen schicken. Wir hauen jetzt mit allem drauf, was wir haben. Wenn ich mich recht entsinne, ist das Ding zwar fies, aber nicht besonders stark. Also von seinen Lebenspunkten her. Pustekuchen. 10.000 hat er schon mal mindestens. Ja, gut. Okay. Aber geil, er braucht einfach mal 3 unserer stärksten Attacken. Ja, das klingt nervig. Oh, da fliegen gleich Level-Ups. Ich glaube, jeder kriegt einen. Sehr gut. Hat sich immerhin gelohnt. Ja, was heißt gelohnt? Wir sind halt ein bisschen unterlevelt. Hä? Ach so. Ja klar, wir müssen jetzt hier runter. Dieses Rätsel ist irgendwie Mist.
Ich werde mal Einstellung 9 versuchen. Dann haben wir nämlich das Ding auf der Gegenseite wahrscheinlich. Das Witzige ist, wenn wir es oft genug verkacken, dann kommt irgendwann Mahagon und sagt, gib das her und ich mach das. Und dann können wir es quasi on the fly verstellen. Ach so, cool. Ich glaube, es war Mahagon. Ich weiß nicht. Jedenfalls, irgendwer stellt sich dann dahin und dann kriegen wir ein Active Time Event, mit dem wir es verstellen können, ohne zurücklaufen zu müssen. Das klingt cool. Ja, es ist so ein bisschen, wenn du es volle Kanne verkackst, ne, dann. Sagt das Spiel irgendwann, ja, komm schon, ich helf dir. Finde ich aber eigentlich ganz gut, sowas. Es ist, meine, es macht ja. Ja, also, das finde ich auch gut. Es macht ja das Rätsel nicht wirklich einfacher. Ja, also ich finde, sowas sollten vielleicht mehr Spiele haben. So bei so Rätseln, wenn halt der Spieler wirklich so oft verkackt, dass man dann irgendwann so eine kleine Hilfestellung gibt. Man muss es ja nicht von Anfang an machen. Ja, und wie gesagt, es macht ja das Rätsel nicht einfacher. Es nimmt dir nur ab, jedes Mal wieder zurückzulaufen. So, die Einstellung war schon mal Käse. Ich schalte jetzt die Zufallskämpfe ab. Sonst wird das hier überhaupt kein Ende nehmen. So, dann probieren wir mal Nummer 3. Machen wir einfach mal. Mal sehen, was passiert. Also das Blöde ist, du kannst zwar sehen, wie das Ding in der Einstellung ist, wenn es unten ist. Das hilft dir aber nicht unbedingt zu wissen, in welcher Stellung wird es sein, wenn es oben ist. Weil das kann man eigentlich überhaupt nicht abschätzen, finde ich. Ja, ich lass dich das mal machen. Ja, ich bin bei sowas auch ganz schlecht und probiere da einfach wild durch, bis es irgendwann funktioniert. Oh, das sieht gut aus. Yay! So, wofür haben wir es gemacht? Wofür die ganze Mühe? Für... Wow. Geld! Na gut. Kleiner Spoiler, es ist nicht nur Geld, es ist jetzt auch eine weitere geöffnete Kiste und ich habe ja schon mal gesagt, das Spiel zählt, wie viele Kisten du öffnest. Okay. Dadurch legt es deinen Schatzjägerrang fest und für den kann man noch eine Kleinigkeit bekommen. Uff. Alles in allem muss ich eigentlich sagen, wir kommen schneller durchs Pandemonium, als ich jetzt erwartet hätte, eigentlich. Ja, weil du wahrscheinlich gleich die erste Einstellung gefunden hast, die richtige. Moment mal, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Jetzt, wahrscheinlich, die Zuschauer lachen jetzt wahrscheinlich schon, weil ich irgendwas völlig Offensichtliches falsch mache. So, so komme ich wieder runter. Okay. Ich habe noch ein bisschen Angst vor den Kämpfen, vor den drei hintereinander liegenden Bosskämpfen, die am Ende des Dungeons warten. Willst du mal raten, wer die Bosskämpfe sein werden? Keine Ahnung. Wir müssen ja irgendwie jetzt die Zeit überbrücken, die ich einfach nur brauche, um da hochzulaufen. Also müssen wir irgendwas sagen. Ja, aber so spontan fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Ich glaube ja nicht, dass wir gegen, wie hieß denn der Oberbösewicht, dass wir gegen den schon kämpfen. Also außer es gäbe halt jetzt schon einen Kampf gegen den und halt später vielleicht nochmal. Ich finde es ja interessant, dass du glaubst, wir wären dem Oberbösewicht des Spiels bereits begegnet. Also wohl nicht, okay. Dann kämpfen wir vielleicht doch gegen den Typen, dessen Namen ich vergessen habe und am Ende gegen irgendwen anders. Ich meine, wenn man rein die Story betrachtet, dann ist Garland der Oberbösewicht, aber er ist nicht der Final Boss. Ja, okay, verstehe. Habe ich mir eigentlich auch schon gedacht. So, auch hier wieder eigentlich nicht so schwer zu lösen, aber wir wollen alle Kisten haben. Ja, man sieht die Teleporter-Plattform, die bringen einen immer eine Ebene höher bzw. tiefer. Und ja, da hinten ist schon der Mogri und der Ausgang da rechts, der führt direkt zu den drei Bosskämpfen, die ich eben erwähnt habe. Mhm. Springerstiefel erhalten.
Naja, hier wohnen anscheinend Nazis. Tja, anscheinend. Ja, wobei, vielleicht haben sie ja keine schwarzen Schnürsenkel. weißen Schnürsenkel. So, wie kriege ich die Kiste da unten? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Das ist manchmal von der Perspektive her ein bisschen komisch. Ja, also ich glaube, mir wäre im ersten Moment gar nicht aufgefallen, dass das so höhere Ebenen sind teilweise. So, hier komme ich jetzt ganz nach oben? Oder? Genau, da wäre jetzt der interessante Hintergrund. Ja, da fühlt man sich überhaupt nicht beobachtet. Interessant, dass du genau diesen Witz benutzt, weil den wird die liebe Garnet noch einmal benutzen in diesem Dungeon. Oh, sehr gut. Nee, gar nicht wahr, Garnet nicht. Garnet ist zwar dabei, aber Sedan wird sagen. Hier komme ich wieder ganz runter, da will ich nicht. Aber so viele Möglichkeiten gibt es hier jetzt eigentlich nicht. Hä? Es gibt doch nur den einen Weg, oder bin ich jetzt doof? Sag mir mal, ob ich doof bin. Nö. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Guck mal, da ist noch eine rote. Wie kommt man denn zu? Ja, da wären ja eigentlich auch noch mehrere blaue. Ja, der Witz ist, die roten führen ja ganz aus dem Raum raus, aber da ist eine zweite rote. Das heißt, es gibt noch einen anderen Weg, überhaupt in diesen Raum reinzukommen. Wisst ihr was, es ist mir jetzt egal. Okay, das Video läuft jetzt 12 Minuten, das heißt, ich werde den Boss-Marathon gleich starten und eventuell nach dem ersten davon wieder abbrechen. Also, oder das Video wird halt ultra lang und ich ziehe alle drei hintereinander weg. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir können ja mal gucken, wie lang der erste jetzt dauert. Ist auch nicht auszuschließen, dass ich einfach auf die Fresse bekomme. Also ich sag mal so, Level 34, ich hab schon mal einen Spielstand gehabt, da war ich Level 34, als ich aus dem IFA-Baum rauskam. Ja, gut. Da war ich allerdings auch für den Bereich überlevelt. So, dann gehen wir mal das übliche Spielchen durch. Abilities. Starke Bonus braucht keine Sau. Holzauge brauchen wir jetzt auch nicht. Es bringt leider nichts. Also man kann sich elementtechnisch nicht besonders vor den Bosskämpfen schützen, die jetzt kommen. Weil entweder benutzen sie sowieso das Neutralelement oder halt verschiedene, was auch nicht so geil ist. Aber man kann sich ein bisschen von den Abilities her vorbereiten. Weil das Übliche alle Statusveränderungen absichern und so. Mhm. Das MP 50% hätte ich gerne, weil drei Bosskämpfe hintereinander werden an ihren MP zerren. Wo hat die denn ihre ganzen Punkte drin? Das gibt's doch gar nicht. Okay, Gift und Galle können wir, glaube ich, riskieren. So. Das ist eine super Beschreibung der Fähigkeit. Ich weiß bis heute nicht, was die tut. Ja, sehr gut. Setzt ungeahnte Kräfte der Charaktere frei. Ja, toll. Welche? Das ist so ein bisschen wie die geilen Tipps, die man in Zelda 1 immer bekam, ne? Irgendwo ist ein Secret. Danke. Ja, geil. Ja, Urschrei, ganz wichtig, damit sie nicht... Nee, Felsenfest hätte ich dann doch lieber. So, Steinerchen. Warum hast du den Bestientöter und Pestizid und Tontauben? Was zur Hölle? Was habe ich da gemacht? Wobei Tontauben wäre nicht ganz uninteressant, weil der erste Gegner, den wir kriegen, fliegt tatsächlich. Aber
lohnt sich nicht dafür extra die Ability reinzuklatschen. So, und Zidane. Hat er Scharfsinn? Scharfsinn? Hat er das überhaupt noch nicht? Doch, da. Ja, das wollen wir. Weil wir wollen natürlich wieder die Gegner leer klauen, soweit es geht. Das Werde-Licht braucht er eigentlich nicht mehr, weil Zidane greift ja nur noch mit Räuberseele an, da ist egal, ob er blind ist. So als kleiner Tipp. Und Steiner, du bekommst jetzt deine stärkste Waffe angezogen, nämlich das schöne Schwert Ragnarok. Yeah. Steiner jetzt generell, glaube ich, seine stärkste Rüstung. Es bringt leider nichts, ihm alle Genji-Teile anzulegen. Sowas wie ein Set-Bonus gibt's nicht. Das wäre interessant. So. Muss ich mal genau gucken, was steht im Protect-Ring. Halbiert die Effektivität aller Angriffselemente. Das müsste eigentlich heißen, dass es auch das Neutralelement halbiert. Und deswegen kriegen jetzt alle den Protect-Ring. Ich hoffe, dass ich da richtig liege. Sonst bringt es nichts. Na gut. Ne, eins will ich noch überprüfen. Haben wir genug Heil-Items? Ja, tut mir leid. Ich hätte das natürlich auch offscreen machen können, aber jetzt hatte ich noch einmal angefangen. So. Na, wenn es geht, würde ich noch gerne ein paar mehr Allheilmittel haben. Ach, der Mock-Shop ist hier gar nicht mehr dann. Ach, hier ist Mocknet. Ah, das hätte ich fast vergessen. Hier ein Brief. Ein Brief von Moloch? Worum geht es wohl, Kupo? Von Moloch an Mogrisuma. Mein erster Brief mit dem Mognet, Kupo. Ich verschluck vor Aufregung gleich meinen Bommel, Kupo. Ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Kupo, Kupo. Ja, super erster Brief. Ist ja völlig aus dem Häuschen, Kupo. Achso, was es wohl mit diesem Mognet auf sich hat, Kupo? Ja, nix. Das weißt du nicht? Ja, ich weiß ja noch nicht mal, warum es auf diesem Planeten Mogris gibt. Nee, ich meinte der Mogri, warum weiß der das nicht? Ja, weil das ein Mogri von Terra ist, irgendwie. Ach so, stimmt, ja. Ist also, so strange. Ich weiß ja auch nicht, warum es auf diesem Planeten halt überhaupt Mogris gibt. Ja, komisch. Ab hier wird es richtig gefährlich, Kupo. Wollt ihr trotzdem weitergehen? Ich fürchte ja. Ich hätte vielleicht speichern sollen, ne? Tja. Zu spät. Ja, ich glaube, dass... Dort siehst du die Sternwarte, wo du mir sagtest, Zidane, du seist derjenige, der mir den Tod bringe. Aber überlege... Ist es denn nicht das Leben selbst, das den Tod bringt? Um zu überleben, entreißen wir anderen ihr Leben. Und selbst an unser eigen Fleisch und Blut legen wir manchmal Hand an. Der Sinn des Lebens liegt im Töten, dieser qualvolle Schmerz nur dann überleben zu können, wenn wir ein anderes nehmen. Ist auch irgendwie was dran, muss man ihm ja leider zugestehen. Tja... Das ist schon krass. Eine ausgereifte Zivilisation wird diesem Schmerz bald unterliegen. Die Seelen Terras schlafen, bis dieser Schmerz vergessen ist. Und erwachen dann in einer neuen Dimension, auf einem neuen Planeten. In einer Zeit, auf einer Welt, die selbst über das Leben und sogar über den Tod erhaben ist. Und wir sind es, die erhaben sind. Wir sind es, denen dieses Schicksal zuteil wurde.
Wir sind diese Existenz, die selbst über dem Leben und dem Tod steht. Sidan, ich frage dich noch einmal, was bist du? Garland, du tust mir wirklich leid. Trotz unserer Unvollkommenheit haben wir Freunde, die uns helfen. Es ist die Magie der Freundschaft! Ja! Allein das ist schon Grund genug für mich zu leben. Wir beschützen, was uns wichtig ist. Die Menschen, die uns wichtig sind. Wer weiß schon, wer man ist. Aber dieses Leiden und dieser Schmerz sind Beweis der eigenen Existenz. Vielleicht sind wir niedere Wesen, aber gerade deswegen unterstützen wir uns. Und das macht uns stark. Dann lasst mich euren starken Willen im Angesicht des Todes auf die Probe stellen. Oh, den kennen wir. Echt? Das ist Kudlas Silberdrache. Oh, oha. Also wahrscheinlich ist es nicht Kudlas Silberdrache, aber Kudla hat auch so einen. Das ist ja krass. So, erstmal einfach versuchen zu überleben, bis sie Danin leer geklaut hat. Ihr kennt das Spielchen ja. Ich werde jetzt mal kurz die Aufnahme unterbrechen, bis ich ihn leer geklaut habe und dann fängt der eigentliche Kampf an. Bis gleich. So, weiter geht's. Wir haben ihn jetzt soweit leer geklaut. Sidan ist gerade ein bisschen tot, aber wir haben auch zwei Trancen auf Lager. Also yay. Dann wollen wir mal sehen, wie schnell wir das Vieh jetzt umkriegen. Die sind unglaublich oft gestorben zwischendurch. Also das Ding hat's drauf. Aber jetzt können wir uns mal Bestiato vorknöpfen. Was macht Bestiato? Garnet beschwört eine ganz normale Bestia. Und jede Runde greift diese Bestia ohne weitere Kosten einfach nochmal an. Das ist ja mal mega krass. Ja, aber dann nicht so stark. Also der zweite Angriff ist dann nicht volle Stärke. Ja, trotzdem krass. Ach, bei Sidan haben wir gerade auch noch eine auslaufende Trance. Aber Räuberseele ist ja bekanntermaßen stärker als seine Trance-Attacken, also ist es ziemlich Wumpe. Allein das ständige Hochheilen hat ganz schön an unseren Mana-Punkten gefressen. Ich habe jetzt vorhin auch den Turbo-Knopf benutzt, deswegen weiß ich gar nicht so genau, was wir aus dem Ding rausgeklaut haben, aber es war bestimmt was Cooles. Bestimmt. Ah, nee, noch lohnt sich nicht, Äther zu schmeißen. So, Steiner greift jetzt ganz normal an. Wir könnten auch den Schocker benutzen, aber ihr wisst ja, wenn Steiner in Trance ist, dann macht er einfach den doppelten Schaden. Ja, das ist nice. Mega Flare. Wumps. So der Independence Day Angriff, ich liebe das. Hm? Es ist so der Independence Day Angriff. Tja. Okay. Das Vieh ist tot. Das Problem ist, wir haben relativ wenig Leben im Start des nächsten Kampfes. Elixier und Dunkelschweif, ja, okay. Garland, jetzt stelle ich dir eine Frage. Was ist dein Wunsch? Welch törichte Frage. Mein einziger Wunsch ist die Wiederauferstehung Terras. Das ist keine Antwort, denn das ist der Wunsch Terras. Aber du hast dich nicht mit ihnen schlafen gelegt, sondern wartest hier allein, dass die Zeit vergeht. Weil ich die Existenz bin, deren Aufgabe es ist, die Dinge zu verwalten. Nur deswegen wurde ich erschaffen. Er ist ein Bürokrat, aha. Tja. In einer Welt, die über das Leben und den Tod erhaben ist, die Zeit abzuwarten, ist der Sinn meines Lebens.
Ich bin die absolute Existenz und ich verwalte die Seelen. Oh, jetzt gibt's richtige Bossfight-Musik. Jetzt meint es ernst. Ach, kämpfen wir jetzt gegen den? Ja. Oh, krass. Ich dachte, das käme dann erst später. Naja, wir sind vom Finale nicht mehr so richtig weit weg. Also, Terra ist zwar nicht das Finale wird auf Gaia stattfinden. Aber... Ja, aber trotzdem. Ja, krass. Erstmal Sidano. Wie viel? Holy shit. Das ist halt mehr, als Sidano überhaupt hat, was der gerade abgezogen hat. Ja, gut. Okay. Irgendwie hat es bei niemandem Schaden gemacht. Was war das? So, einmal individuelle Heilung für Sidan, bitte. Oh, stopp. Das ist nicht gut, aber ich glaube, da sind fast alle gegen geschützt. Okay, da stand jetzt nicht Schutz, also Echo ist dagegen offenbar nicht geschützt. Rip Garnet? Nee, doch nicht. Hä? Okay, das muss irgendeine komische Mechanik sein, dass das Schaden im Verhältnis zu irgendwas macht. Und das ist Flair, ist quasi die kleine Version von Mega Flair. Ist ein sehr starker, neutral-elementarer Zauber. Wenn ich recht habe und der Protect-Ring dagegen schützt, macht das jetzt nur halben Schaden. Okay, das sieht sehr nach halbem Schaden aus. Sehr gut. Na dann. So, wir greifen wieder nicht wirklich an. Ihr könnt euch denken, warum. Wir wollen ihn leer klauen. So, hier mache ich jetzt mal kurz einen Cut, bis wir ihn leer geklaut haben und überhaupt erstmal anfangen anzugreifen. Bis gleich. So, wir haben ihn jetzt soweit leer geklaut und jetzt fangen wir mal an zurückzuhauen. Jetzt seht ihr mal, wofür ich eigentlich das Ragnarok-Schwert ausgerüstet habe. Die Attacke kennen wir, die hat Beatrix drauf gehabt. Wumm! Fast maximaler Schaden. Ja, das ist ein bisschen viel. Frisst allerdings auch in kürzester Zeit dem Steiner seine MP leer, aber es ist stark. So, einmal kann er es noch machen, dann braucht er nämlich schon den ersten Äther. Oh, Bahamut mit der langen Animation, das heißt, es gibt ein bisschen extra Schaden. Aber es sieht cool aus. Hm. Ja, was heißt aber? Es ist gut, wenn die lange Animation kommt. Das einzig Blöde ist, dass die halt ein bisschen dauert. Und irgendwann hat man sich dran satt gesehen, aber... Es gibt auch eine Ability, die dafür sorgt, dass immer die lange Animation und der extra Schaden kommt, aber... Dann kommt halt immer die lange Animation. Was bei Bahamut... Sieht auf jeden Fall krass aus. Bei Bahamut geht das noch, aber es gibt noch die beste Bestia im Spiel, die hat dann irgendwie, glaube ich, fast eine Minute Animation. Ja, das ist ein bisschen krass. Da wären ja die Sailor Senshi neidisch für ihren Verwandlungsanimationen. Ja. Jetzt könnte Garland auch ruhig mal umfallen. Erschlagen von einer Münze. Nee, von der Schatzkiste, ne? Bam! Was, der lebt noch? Holy shit. Ich will nicht ganz... Es gibt danach noch einen Bossfight.
Ich will nicht ganz ohne Magiepunkte in dem stehen, aber es sieht jetzt gerade doch ganz okay aus. Dann kann sie dann ruhig mal Räuberseele benutzen. So, ich weiß, es ist nicht nett, aber hier machen wir jetzt einen Cut. aber bevor wir den Cut machen, hatten wir letztes Mal gefragt, wer eurer Meinung nach der perfekte Sprecher wäre für Garland. Und Sailor Cat Mike. Schon, oder? Nee, das hatten wir letztes Mal gefragt. Ach so, na dann. Und ja, Sailor Cat meinte, man hätte es bei mir schon raushören können. Ich finde nicht, aber gut, wer weiß. Ein bisschen schon. Und zwar, das war auch der Sprecher, habe ich ja schon gesagt, der mich überhaupt erst auf dieses Spielchen gebracht hat. Der perfekte Sprecher für Garland ist meiner Meinung nach Christopher Lee. Ist leider schon tot, aber das macht ja nichts. Ja, finde ich auch sehr gut. Der spricht ja zum Beispiel auch im Deutschen König Haggard aus dem Film Das letzte Einhorn. Genau, und ansonsten ist er halt bekannt als Schauspieler von Saruman im Herrn der Ringe, Count Dooku im Star Wars und ein paar alte Dracula-Filme, die wohl auch Kultstatus haben, wo ich aber zugeben muss, keinen davon gesehen zu haben. Na dann. Aber Christopher Lee war ein großartiger Schauspieler. Okay, dann hoffe ich, das Video hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles tut. Und wenn das Video euch nicht gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach unten. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe keinen neuen Synchronsprecher gefragt, weil wir haben nur noch drei. Und wir müssen jetzt ein bisschen sparen. Also nächstes Mal vielleicht wieder. Gut, ich sag dann ciao, ciao. Ciao.